Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raumplanung TV. Es hat ja lange Zeit keine neuen Folgen von Raumplanung TV mehr gegeben, was daran lag, dass ich ähnlich wie auf meinem anderen Kanal ja teilweise längere Zeit verschiedenste technische Probleme hatte und daher auch kein neues Material hatte. Und gerade bei den Folgen von Raumplanung TV ist das Sammeln und Recherchieren von Material und Ideen teilweise immer sehr viel aufwendiger, weil die Themen ja einen viel krasseren Bezug haben, als wenn ich jetzt für meinen anderen Kanal einfach Aufnahmen, die ich auf einer meiner vielen Reisen gemacht habe, umsetze. Aber wie gesagt, es gibt heute wieder eine neue Folge von Raumplanung TV und diesmal geht es um Saarbrücken. Und das sind unsere Themen. Heute bei Raumplanung TV. Merkwürdig abgeschnittene Bäume an der Saar. Eine Straße, die im Moment Baustelle ist. Eine Autobahn, die so laut ist, dass sie im Tunnel verschwinden soll. Und eine Straßenbahn, die dieses Jahr erst ihren 26. Geburtstag feiert. Kommen wir zum ersten Thema der heutigen Folge, nämlich der Berliner Promenade und dem Rabbiner-Rödelsplatz. Im Rahmen des Projektes Stadtmitte am Fluss wurde dies quasi als Startprojekt oder wie der Volksmund sagen würde, als Pilotprojekt des Gesamtprojektes ermittelt. Und zwar wurde dabei die Berliner Promenade, die in den 50er Jahren als Promenade entlang am Fluss gestaltet wurde, völlig neu gestaltet und die Gebäude und Promenadenabschnitte komplett restauriert und wieder schöner gestaltet, damit man wieder direkt am Fluss promenieren kann und bei schönem Wetter am Fluss flanieren kann und auch viel mehr die Stadt wieder einen Bezug zum Fluss bekommt. Und Sinn dieses Startprojektes war es eben, die Bevölkerung von Saarbrücken an das neue Projekt, die Promenade beiderseits des Flusses zwischen den beiden Saarbrücker Stadtteilen St. Johann und Alt-Saarbrücken wieder schöner zu gestalten, damit die beiden Stadtteile auch optisch wieder stärker aneinander wachsen. Als in den 50er Jahren die Berliner Promenade errichtet wurde, hatte dies zum Ziel, ein schönes, interessantes Flanieren und Promenieren mit Geschäften, Schaufenstern und Cafés auf der einen Seite und in der Saar auf der anderen Seite zu ermöglichen. Durch die starke Verwitterung von Beton hat sich in den letzten Jahrzehnten die Promenade jedoch stark ins Negative verschlechtert. Und es war lange Zeit nicht mehr interessant, auf der Promenade zu promenieren. Aber mit viel Aufwand wurde die Promenade wieder neu gestaltet und die Gebäude saniert. Und so macht es wieder Spaß, an der Berliner Promenade entlang zu laufen. Mittlerweile befinden sich dort wieder viele Geschäfte und hauptsächlich Cafés, wo man draußen sitzen kann und beim Eis essen und Kaffee trinken, auf die Saar blicken kann und das schöne Wetter genießen kann. Ein besonderes Merkmal der neuen Berliner Promenade ist die große Freitreppe und der Rabbiner-Rülf-Platz. Der Rabbiner-Rülf-Platz erinnert an den Saarbrücker Rabbiner Schlomo Rülf und ist gleichzeitig auch ein Mahnmal für den Holocaust. Das Denkmal der gebrochene Wald von Ariel Ausländer soll an den Holocaust erinnern und ins Gedächtnis rufen, dass so etwas wie der Holocaust nie wieder passieren darf. Ein weiteres Startprojekt in Saarbrücken ist
die Neugestaltung der Eisenbahnstraße. Die Eisenbahnstraße ist eine 50er-Jahre-Straße, die durch Zerfall der Gebäude und Wegzug vieler Geschäfte ein extrem negatives Image bekommen hat und in den letzten Jahren noch Durchfahrtsstraße war. Nun soll die Straße komplett saniert und neu gestaltet werden, unter Beibehaltung der alten 50er Jahre Bausubstanz. Aktuell ist die Eisenbahnstraße aufgrund der dort von den Baustelle nur noch einspurig und mit großem Aufwand befahrbar. Die Eisenbahnstraße, jene Straße, die besonders durch Treading-Down-Effekte geprägt ist, das heißt durch Gebäudeleerstände und ein Euroläden, die dadurch in die Straße gezogen sind, weil andere Geschäfte aufgrund der Herabwirtschaftung und der Unattraktivität der Straße dort nicht mehr sich halten konnten. Die Straße soll komplett saniert werden und besonders die Fahrbahn für den Autoverkehr stark eingeengt und reduziert werden. Was dann übrig bleibt, ist eine kleine Fahrbahn für die Autos und eine breite Fahrbahn für Radfahrer und Fußgänger. Die Fußgänger sollen weiterhin, wie es bisher auch der Fall war, durch die Kolonnaden in der Straße laufen. Während für den Radverkehr breite, neue Radstreifen angelegt werden sollen, auf denen die Räder dann parallel zum Autoverkehr laufen. So wird die Straße wieder an große Attraktivität gewinnen und eine Alternative zur Berliner Promenade bieten, wenn auch dort sich Cafés und kleine Geschäfte ansiedeln, die dazu anregen, in der Straße, die nahe der Saar verläuft, zu promenieren. Ein weiteres Teilprojekt von Saarbrückenstadt mit am Fluss ist die Überdeckelung der Autobahn. Das heißt, die Autobahn soll in einem Tunnel verschwinden, um ihre krasse Trennwirkung zu reduzieren. Und dann kann auf der Seite in Alsterbrücken, wo die Autobahn heute verläuft, ebenfalls eine schöne Uferpromenade entstehen, wodurch die beiden Stadtteile von Saarbrücken viel besser miteinander verschmelzen können und optisch nur noch durch den Fluss getrennt sind. Da aber natürlich im Gegensatz zu einer Autobahn ein Fluss viel mehr Idylle und Beschaulichkeit ausstrahlt, wird der Fluss dann gar keine so krasse Trennwirkung haben, wie es aktuell eben durch die Autobahn ist. Und auch das Flanieren und Promenieren an der Saar wird ein viel schöneres Erlebnis werden, weil eben die Lautstärke und die extremen Reizeinflüsse durch die Autobahn dann komplett verschwinden und zumindest nicht mehr unmittelbar hörbar und sichtbar sind. Und das ist freilich ein Vorteil für die schöne Saar in Saarbrücken. Aber nun zum größten Problem der Saar, der lauten Saar-Autobahn, der A600. Parallel zur Saar mitten durch Alsterbrücken verläuft. Die Straße ist so laut und nervtötend, dass sie viele Probleme bietet und auch heute noch bei der schönen Gestaltung der neuen Saarpromenade extrem stören. Daher soll die Autobahn komplett im Tunnel verschwinden, sodass sie keinen optischen Störfaktor mehr darstellt. Doch mittlerweile wird das Projekt mehrfach in Frage gestellt. Denn tatsächlich sind viele Probleme, die sich dadurch ergeben, durch eine Autobahn, die Erschütterung oder auch die umwelttechnischen Probleme nicht gelöst. Denn die sind dann quasi im Tunnel und damit unsichtbar. Der einzige Vorteil, den ein Tunnel bietet, ist, dass es mehr Platz gibt und die Optik auf dem Fluss verbessert wird. Aber ob das Grund genug ist, ist fraglich. Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall Grund genug für den Tunnel. Worauf ich heute auch noch eingehen möchte, ist die Renaissance der Straßenbahn in Saarbrücken. Die erste Straßenbahn von Saarbrücken fuhr von 1895 bis 1965
und wurde dann stillgelegt. Über 30 Jahre später, am 27. Oktober 1997, kehrte die Straßenbahn wieder nach Saarbrücken zurück. Das heißt, es wurde wieder eine Straßenbahnstrecke durch die Saarbrücker Innenstadt gebaut. Interessant ist das Projekt aber auch daher, weil damals sich die Saarbrücker Straßenbahn an dem mal gerade 5 Jahre alten Karlsruher Modell orientierte, sodass man von Anfang an von der Saarbrücker Innenstadt aus nach Saarmin in Frankreich über die obere Saartalbahn fahren konnte. Die Straßenbahn Saarbrücken wurde mittlerweile erheblich auch nach Norden erweitert. Noch dort werden mittlerweile ehemalige stillgelegte Eisenbahnstrecken mitbenutzt. In dieser herausragenden Form ist das Projekt bis heute einmalig in Deutschland. Genauso wie man es aus französischen Städten kennt, wurde der Autoverkehr stark eingeschränkt, als 1997 in Saarbrücken die Straßenbahn nach 30-jähriger Stilllegung wieder eingeführt wurde. Die neue Trasse wurde gebaut, teilweise an Stellen, wo früher Autos gefahren sind, sodass teilweise die Fahrbahnen abgekürzt wurden oder komplett neue Trassen nur für Straßenbahnen errichtet wurden. Für Saarbrücken war das ein großer Imagevorteil für die Verkehrssysteme und auch ein großer Vorteil für die Reduktion des Personenverkehrs. Der innerstädtische Personenverkehr in Saarbrücken findet fast ausschließlich nur noch mit der Linie 1 genannten Straßenbahnlinie statt. Autoverkehr ist eigentlich nur noch Durchgangsverkehr zwischen Saarbrücken und seinen Stadtteilen und Vororten. Es gibt immer wieder Pläne, die Straßenbahn auszubauen, und mittlerweile ist die Linie insgesamt fast 40 Kilometer lang und führt von Nord nach Süd einmal durch den Städteverband Saarbrücken und, wie schon erwähnte, sogar bis ins französische Saarmin. Es gibt auch immer wieder Pläne, eine weitere Straßenbahnlinie zu errichten, die zum Beispiel St. Johann mit Alsterbrücken verbindet oder auch eine Straßenbahnlinie hinauf zum Unicampus. Früher oder später werden diese Linien kommen. Und früher oder später wird es vielleicht auch die ein oder andere Stadt in Deutschland geben, die sich an diesem Projekt orientiert. Bisher gibt es vergleichbare Straßenbahnprojekte in Frankreich. Und es ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass ausgerechnet in Saarbrücken, das ist schon immer vorbildliche Sachen aus Frankreich geholt hat. Ein derart modernes, in die Zukunft weisendes Projekt entwickelt wurde. Vielleicht wird es tatsächlich irgendwann andere deutsche Städte überschwappen. Aber, so wie es im Moment aussieht, bleibt es dabei, dass Saarbrücken die einzige Stadt in Deutschland ist, die erkannt hat, dass die Straßenbahn das Verkehrsmittel der Zukunft ist. Und dass die Straßenbahn immer Vorrang hat vom Autoverkehr. Denn der Autoverkehr stört nur den Verkehr. Ich hoffe, euch hat auch diese Ausgabe von Raumplanung TV gefallen. Und ich habe euch einen Reiz gegeben, nach Saarbrücken zu fahren und dem einen oder anderen Stadtvater in Deutschland auch einen Reiz dazu gegeben, seine Innenstadt schöner und freundlicher zu gestalten und vielleicht doch nochmal über eine Straßenbahnstrecke nachzudenken. Und wie gesagt, vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch demnächst einmal in Saarbrücken oder an der bald neuen Straßenbahn in irgendeiner anderen Stadt. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Raumplanung TV.
bitte abonnieren nicht vergessen.